So, da ist er wieder. In der letzten Folge haben wir ja hier den Pferdestall aufgebaut. Mal sehen, was wir jetzt machen können. Lass mich deine Ware sehen. Ich will mein Pferd ausbilden. Ah, okay, lassen wir mal. Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. Okay, Tiere ausbilden. Du kannst dein Reittier ausbilden lassen, um neue Fähigkeiten freizuschalten und das Reiten zu verbessern. Okay, was haben wir denn hier? Ausbildung, Kraft. Verbessern Sie die Gesundheit deiner Reittiere, nicht Raubtiere. Kosten, aha. Die Ausdauer all deiner Reittiere wird verbessert. Kosten 200. Oh, wie viel haben wir? 2000? Oh ja. Schwimmstunden, das ist gut. Alle Reittiere lernen schwimmen. Na klar. Och, geht ja wieder nicht mit. Ah, ach Mann, was haben wir hier? Linke Maustaste, okay. Du reitest ausgezeichnet, Eivor. Ich finde es ätzend, dass man... dass das A nicht funktioniert bei meinem Gamepad. Reittiere wird verbessert. Ja. Gut, nochmal. Die Ausdauer der Reittiere befindet sich auf ihrem Höhepunkt. 400. Reittiere. Gesundheit. Ja. Ist es notwendig? Weiß ich nicht. Okay. Schon durch? Schon durch? Ja. Zeig mir, was du anzubieten hast. Stimmt, die haben wir ja hier auf dem aus Kohlhaus. Tierausbilder. Okay. So, das Ding, das war ja hier als Belohnung für im Shop, sag ich mal. Sieht cool aus, ja. Ach, verfügbar. Parzival, Abelard und Kringelot. Weiß ich nicht, ob da irgendwie ob da einen Unterschied macht, welches Tier wir reiten. Genau, den weißen Snoo hatten wir auch. Den nehmen wir mal. Blautöne? Oder leuchten die Augen auch bei ihm? Ach nee, das ist teuer. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Das war's also für heute? Ja. Nun muss ich gehen. Auf bald. Ist ein prächtiger Stall, den wir jetzt haben. Gosh. Schön. Sehr schön. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern. Echt? Ich würde gerne vorher noch mal runter zum Schmiede, ob wir da bei uns was aufrüsten können. Ja, wir gehen aber runter. Unsinn! Das hat nichts mit Kunst zu tun. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spots nicht zu schätzen. Deshalb verstehst du es nicht. Was geht hier vor sich? Holmgeer möchte die Kunst des Spottstreits in den Dreck ziehen. Ich weise ihn zurecht. Es ist grobschlächtig, ungenießbar und unerfreulich. Ich würde dich ohne jede Übung schlagen. Könntest du nicht, du neunmal Tomba. Eivor, richtest du über unseren Spottstreit? Oh, naja, das soll ich mir nicht entgehen. Später, nein. Ich spiele nur zu gern die Richterin, Brüder. Zeigt mir, was ihr könnt. Genau. Ich fange an. Wie ein Ei dem anderen gleicht Holmgeer mir. Doch er ist nur ein Kiesel. Ach, und ich ein Saphir. Als Zwillinge einzig die Dichtkunst uns trennt. Und zeitlebens sieg ich. Ach, und Holmgeer flennt. Nicht übel, aber pass mal auf. Der Hund ist anhängig. So ein Spottstreit ist albern und leicht vorgebracht. Man muss nur dafür sorgen, dass irgendwer lacht. Doch im Leben zählt anderes um so vieles mehr, wie die Dichter und die Maler und die Kunsthandwerk-Kehr. Ja, ja. Kehr. Was hältst du davon, Eivor? Ich hab gelacht. Alles oder Holmgeer? Holmgeer ist der andere, ne? Wir nehmen Holmgeer. Ich sage, Holmgeer gewinnt. Ich wusste es. Mein Sieg soll in deinen Ohren widerhallen, Alvis. Ich werde diesen Tag des Sieges über dich für die Ewigkeit festhalten. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, Eivor. Ich hoffe, dir gefällt das Monster, das du erschaffen hast. War es nur gut, war es nicht gut? Ach komm, ein kleiner Wurf. Komm, oh ja, komm. Und feine Falle. So ist Falle, ja.
wüsste aber, wo ich... Oh, guck mal, wie anhänglich. Schöne blaue Augen hatte. Na gut, wir wollten zum Schmied. Haben uns wieder aufhalten lassen. Mann, Mann, Mann. Mann, ein Schwein. Hallo. Der Schmied ist ganz weit weg. Ob der nun sauer auf uns ist? Weil wir den anderen gewinnen lassen haben. Zeigst du mir deine Waren? Guck, können wir was aufwerten? Nö, nö. Ach doch, den Helm. Das kann ich dir besorgen, klar. Jo, pass mal an. Ach, das, ah, stimmt, ja. Ich fühle mich wie ein stolzer Vater, wie stark du jetzt bist. Also ich weiß nicht, warum. Aussehen. Wir können nichts weiter verbessern. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Ich weiß nicht, warum das A auf einmal nicht mehr funktioniert. Wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, ne? Auf das, was dir da draußen dienlich aber ist. Da müssen wir hoch. Aber irgendwie, weiß ich, ob das Windows-Update war, dass man sie so rausschmeißt oder das A nicht mehr funktionieren lassen lässt. Keine Ahnung. Gegenwart habe ich eigentlich auch nur Stand vom Treiber her. Ihr fragt euch jetzt, warum wir jetzt hier hochlaufen. Ganz einfach, weil... Was siehst du da oben, Sühnen? Weil da oben war doch was gewesen. Hoch. Da wollten wir. Genau. Der Alb hier schon umher. Ja, komm. Nein. Flieh mal weiter, mein Freund. Oh. Hier wollten wir gucken. Den Opal wollen wir haben, genau. Da wollten wir hin. Ach, Rabe nicht verfügbar. Komm. Oh. Sieht das aber jetzt schön gefährlich aus, ne? Hopp. Na komm. Wir wollen mal. Können wir überhaupt hier hoch? Oh, wo sind wir hier? Hallo, hallo, wie ist der Busch? Den Bär kommt natürlich hoch. Ach doch, hier ist er ich. Gut. Wir reiten mal hier lang. Dann, tada. Muss ja nicht immer so viel Action sein. Ne? Kann auch ein bisschen ruhiger machen. Action kriegen wir, glaube ich, noch in dem Spiel. Haben noch ein paar Raubzüge vor uns. Müssen bestimmt noch einige Burgen oder Festungen einnehmen. Pfeile? Waren die faul bei uns? Scheint voll gewesen zu sein, Gott. So. Was hier? Hier war jetzt kein Quest oder so, ne? Nee. Kommt eh gleich wieder. Trompeten essen. Proviant ist voll. Okay. Silber einhandeln. Einer als Silber, gut, es war ein Kompass, den wir uns angehandelt haben. Wir sind noch weit. 885 Meter. Können wir auch zu Fuß gehen, ja? Jo. Komm. Laufi Fixi. Laufi Fixi. Ich sage, ist nur noch ein Gamepad, ein gutes Gamepad. Wo die beiden Joystick-Knüppel auf einer Höhe sind, nicht diagonal angesetzt, ich habe einfach einen Speedling. Da sind die diagonal angesetzt und naja, funktioniert natürlich auch nicht mehr so richtig, wie ihr mitkriegt. Aber das A will nicht mehr so recht. Was denn das? Ragnar soll uns ausbringen. Oh, cool. Okay, da oben ist ja ein paar. Dann machen wir mal hoch. Geht hier irgendwie schneller hoch? Ich dachte, wir könnten hier irgendwie... Es wird doch hochlaufen. Ja, ja. Weg vom Feuer. Du hast gelernt, Feuer ist Aua. Ja, hier noch kurz gucken.
Da ist die Leiter kaputt. Hoch da. Lesen. Vermerk eines Wegelagers. Letzte Woche noch wurde hier gelacht und gesungen. Man roch das Feuer und das Schwein, das darüber briet. Nur wenige Tage später höre ich nur noch Kaninchen. Oh, lecker Schwein. Umherstreifen und Rahmenkrähen, die nach Essen suchen. Man sieht nicht als verbrannte Überreste und rauchende Blutnässes. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen. Viele würden hierin das sehen, was es ist, nämlich eine Siedlung, die dem Verfall überlassen wurde. Doch für einen Schmied ist diese Verwüstung eine wahre Schatzgrube. Ich werde die Werkzeuge und Waffen sammeln, die zurücklassen wollen und sie zu Vater bringen. Was gut aussieht, verkaufen wir, alles andere schmelzen wir ein. Ich hasse die Idee für das, was sie sich nehmen, aber ich liebe sie für das, was sie zurücklassen. Okay. Muss das ja hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Mach mal. Wo ist der Opal? Da oben? Kann mir nicht vorstellen. Oh, ein Tiefer. Ein Tiefer? Ja, echt? Ja, und da liegt hier hinter hier unten. Was war das hier gerade? Hallo? Willst du mich jetzt verarschen? Wo ist denn der Opal? Da unten ist das Gold, ja. Müssen wir da aufschieben? Oder wie ist das hier? Hä? Warte, das machen wir wieder mit der Maus. Ach, Herr, geh doch erst einmal rum, bevor die hier. So, den Opal haben wir eingesammelt und den Kompass auch noch. Bevor du mal denkst, es geht nicht weiter. Ach, ja, Terra. Blindfuchs. So, der Schatz ist hier unter uns, ne? Dann springen wir mal runter. Raus. Unteren Ende nicht da? Echt? Da. Wir sind echt Blindpese. Na, ich, der Terra, ne? Der Terra ist ein Blindpese. Da wären wir wieder fast an diesem goldenen Schatz vorbeigelaufen. Was hast du hier noch? Ne, da war noch was. Ist gut. Brauchst nicht so unheimlich dann alles kaputt machen. Ist doch gut. So. Ich schaue mich noch ein bisschen um, ne, würde ich sagen. Okay. Da ist eine Nebenquest, da. 187 Meter unter uns. Können wir hier schon mal runterlaufen, ne? Jetzt mal hin. Das ist ein Schatz. Da muss er irgendwo sein. Jetzt wieder über uns. Ach ja, nee, ist klar. Hallo? Nebenquest. Hoch und runter, ich dachte ja. Da lang. Typisch Raune, weiß ich, wo sie lang will. Na komm, hoch. 171 Meter. 160. So. Wo? Oh, was flackert da, das Bäumchen? Hm? Flackert die Flack, Bäumchen?